In diesem Video wollen wir euch zeigen, wie die Mitgliedsbeiträge eingezogen werden können. Damit Wieso Mein Verein Web die Mitgliedsbeiträge automatisch für euch vorbereiten kann, müssen die Mitgliedsbeiträge zunächst in den Einstellungen unter Beiträge und Spenden definiert werden. Habt ihr die Beitragsstruktur hinterlegt, so können diese Beiträge zunächst in den einzelnen Mitgliederprofilen zugeordnet werden. Wurde der Beitrag im Profil einem Mitglied zugeordnet und es liegt ein gültiges SEPA-Mandat vor, so werden die anstehenden Beiträge im Finanzbereich im gleichnamigen Tab Beiträge angezeigt. Zunächst kann diese Übersicht genutzt werden, um eventuell Abweichungen oder Fehleingaben zu erkennen. Hier könnte zum Beispiel die Fälligkeit auf dem nächsten Jahr stehen oder unter Art der nächsten Lastschrift ist zu erkennen, dass die SEPA-Mandate abgelaufen sind. Über einen Klick auf den Namen der entsprechenden Person können die Anpassungen direkt vorgenommen werden, indem wir hier beispielsweise dann unter den Beiträgen und Spenden die nächste Fälligkeit korrigieren, beispielsweise dann auf den 1.10.2022. Speichern wir das einmal ab, gelangen wir direkt wieder zurück in die Beiträge. Die häufigste Ursache, dass Beiträge nicht aufgeführt werden können, liegt entweder in der Angabe der nächsten Fälligkeit. Hier wurde das nächste Jahr bereits hinterlegt, so wie wir es gerade abgeändert haben. Oder in der Eingabe der letzten Abrechnung am. Hier wird festgelegt, wann der letzte Beitrag bei diesem Mitglied eingezogen werden soll. Danach wird kein Beitrag mehr entsprechend für diese Person eingezogen. Wurden die Beiträge kontrolliert und für richtig empfunden, wählt einfach alle Buchungen über das entsprechende Symbol oben links aus und klickt dann oben rechts einfach ausführen. Zunächst wird euch die Vorschau zum Rechnungsversand angezeigt, in der ihr noch textliche Anpassungen vornehmen könnt. Sind auch hier alle Angaben korrekt, so geht ihr einfach auf Weiter und kontrolliert die Lastschriftvorankündigung und geht dann auf Ausführen. Nun werden euch zunächst die abzurechnenden Buchungsaufträge angezeigt, welche Beiträge zum Beispiel per Rechnung versendet werden und welche per Lastschrift eingezogen werden können. Mit einem Klick auf Jetzt abrechnen müsst ihr euren Online-Banking-PIN eingeben. Mal bestätigen. Dann müsst ihr die Freigabe noch in eurer App zum Online-Banking freigeben und habt ihr die Aufträge in der Banking-App freigegeben, so könnt ihr nun auf Freigeben klicken. Wird euch hier eine Fehlermeldung angezeigt, so wird diese von eurer Bank erzeugt und resultiert nicht aus der Anwendung Wieso Mein Verein Web. Wie hier gesehen, könnt ihr einmal auf das gelbe Info-Symbol klicken und könnt dann erkennen, warum eure Bank diesen Auftrag entsprechend abgelehnt hat. Seht ihr da zum Beispiel, dass die Sammellastschriften nicht freigegeben sind oder nicht funktioniert haben, empfehlen wir hier auch einmal die Bankinformationen zu kontrollieren unter Bank und Kasse, um da eventuell nochmal Rücksprache mit eurer Bank zu halten, dass da gewisse Online-Banking-Funktionen für die Schnittstelle für uns noch nicht freigeschaltet sind. Und wenn ihr die freischalten lasst, werden hier entsprechend dann auch die Lastschriften ausgeführt und eingezogen. Schaut euch weitere Videos in unserer Hilfebibliothek oder auf unserem YouTube-Kanal an.